Oh, da trinkt ein Tenno. Aber für den bin ich doch viel zu klein noch, oder? Oh, ich bin gestunt. Oh, der will halt kämpfen gegen mich. Ah, schade. Ich bin halt einfach zu winzig für sowas. Ja, die sind halt leider alle zu groß für mich. Knabber den nochmal an. Einfach in der Hoffnung, dass einer ins Wasser kommt. Den kleineren werde ich auch nicht reinziehen können. Ich werde es trotzdem probieren. Nee, ich bin zu leicht. Er ist sogar ins Wasser gesprungen. Das ist wirklich schade. Schade, schade. Da muss ich aber weiterziehen, weil ich bin schon sehr hungrig. Aber die sind einfach alle zu groß. Achso, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Wir spielen mal wieder den Dino. Der wurde sich sehr, sehr häufig von euch gewünscht. Und ich muss jetzt dringend was zu essen finden. Ich bin übrigens aktuell schon bei 29%. Also ich bin schon ein bisschen gewachsen. Aber noch zu klein für die Tenos. Deswegen müssen wir jetzt ganz dringend Fisch suchen, bevor wir verhungern. Oh, da schwimmt was. Ich glaube, das ist ein Schweinchen oder sowas. Oh ja, das wird mir mein Leben retten. Ist das tot? Ich glaube ja. Aber ich habe jetzt gar nichts gefunden an Fischen und sowas. Oh, das hat sogar noch gelebt. Ups. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Diätenliste ist. Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Wie der mich ausdribbelt, der Fisch. Bleib stehen! Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich ihn. Aber jetzt ist das Überleben erstmal wieder gesichert. Jetzt haben wir zumindest eine Diät wieder voll. Und der Magen ist ein bisschen gefüllt. Vorne sind auch noch solche Schooling-Fisch, heißen die ja. Also diese Fischschwärme. Die werde ich aber jetzt erstmal nicht essen. Die könnte man normalerweise auch jagen und dann vergammeln lassen. Ich glaube 6 Minuten. Und dann würden die sogar die 3-Pünktchen-Diät geben. Aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu, weil das zieht halt auch andere Fleischfresser an, ne, wenn ich die jetzt ans Ufer lege und dort vergammeln lasse. Ich habe halt keine Lust, dass andere Crocs vorbeikommen. Deswegen schwimmen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Oh, da ist ein Tenno durchgeschwommen. Ich schaff's leider nicht rechtzeitig. Oh, direkt vor meinen Augen. Aber ich bin wahrscheinlich immer noch nicht groß genug für die. Ich wiege 1,2 Tonnen. Ich glaube, ein ausgewachsener Tenno ist 1,6 Tonnen, ne? Also wenn er nicht ganz ausgewachsen ist und ins Wasser springt, könnte ich den eventuell runterziehen. Aber halt nur, wenn er schwimmt. Weil dann kann man schwerere Beute packen. Wenn die halt am Ufer sind, dann schaffe ich das, glaube ich, nicht. Oh nein. Wie unlucky war das denn jetzt? Einfach ein großes Croc. Direkt bei mir. Ah, es verfolgt mich nicht. Es ist auf Tenno-Jagd. Aber dann sollte ich jetzt auf jeden Fall hier aus dem Gebiet verschwinden. Oh, habe ich mich erschreckt. Ich habe jetzt hier erstmal meinen Paradiestümpel gefunden. Hier ist alles voller Fisch. Und das Gute ist, hier kommen halt große Crocs nicht so leicht rein. Weil die einzige Anbindung, die man hier hat, die ist da vorne. Und die ist halt hier durch so einen Baumstamm durch. Und ich glaube, große Crocs passen da nicht durch. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist halt echt nur eine sehr kleine Lücke. Na gut, vielleicht passen die doch durch.
Aber sehr unwahrscheinlich, dass die hier einen Abstecher reinmachen. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen chillen, denke ich. Und mich einfach mit Fisch vollstopfen. Hier sind auch so viele große Fische, das ist so gut. Ich kann den Spot übrigens nur wärmstens empfehlen. Ich konnte jetzt echt hier sehr, sehr entspannt wachsen. Ich bin jetzt auch schon bei 56%. Also wir sind jetzt nicht mehr so klein. Ich zeige euch am besten den Spot mal ganz kurz auf der Karte. Also da könnt ihr auch gerne mal hinschwimmen. Und da sind echt viele Fische gespawnt und ich hatte meine Ruhe. Also richtig perfekt. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch durch den oder unter dem Baumstamm durchpassen. Guck mal, das wird schon eng, ne? Gerade so. Das heißt, noch größere Dinos kommen da wahrscheinlich nicht mehr durch. Aber das ist ja sogar gut. Das macht den Spot ja noch attraktiver. Weil dann ist man dort auch ein bisschen geschützt vor den größeren Dinos. Okay, das ist ein Kadaver. Aber es könnte halt auch Bait sein. Ich muss echt aufpassen. Das ist ein Vipi. Ja, der ist, glaube ich, schon relativ alt. Sieht zumindest so aus. Oder ist was durchs Wasser gegangen? Oh nein, ich hab's verpasst. Wir waren einfach Tenos. Oh, da vorne trinkt was. Oh nein, ich habe meinen Charge nicht hinbekommen. Und hab dann daneben gebissen. Oh, wie bitter. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, hier grast irgendwas. Oder irgendwas frisst hier in meiner Nähe. Überall sind irgendwie Schritte. Ich hoffe, die kommen gleich trinken, weil ich glaube, ich werde die nicht erwischen, wenn die rüberspringen. Es geht einfach viel zu schnell. Da, der trinkt. Jetzt muss es sitzen. Den haben wir. Sehr schön. Ja, sein Mate will noch mitkommen. Wir trinken den jetzt ganz in Ruhe. Das war eine wichtige Beute, weil mittlerweile ist der Magen auch echt leer. Ja, da strampelst du. Es tut mir leid, Kleiner. Aber so ist der Kreislauf des Lebens. Oh. Will der auch noch Stress? Bin leider nicht erwischt. So, wir nehmen den jetzt mal mit an Land und schütteln uns die Organe raus. Es funktioniert übrigens, indem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und dann schüttelt. Dann könnt ihr so eine Rolle machen und dann habt ihr die Organe. Oh, da vorne ist aber ein Teno oder sowas. Ich hoffe, der schwimmt rüber. Oh, bitte. Bitte schwimm darüber. Ich habe mittlerweile echt viel Hunger. Ich habe ihn. Das hat gut funktioniert. Den ertränken wir jetzt schön in Ruhe. Ganz, ganz wichtig.
Den können wir nicht mal tragen, der ist ein bisschen dicker. Aber das ist okay, wir brauchen eh die Pünktchen. Und die gibt uns der Tenor so. Oh, der geht direkt vor mir trinken. Das ist sein Todesurteil. Da schwimmen wir jetzt erstmal in ein breiteres Gewässer. Den Kollegen will ich nämlich noch unbedingt retten. Komm, ich baite den mal. Ich lasse ihn mal los. Er schwimmt. Und da ist er down. Jetzt habe ich seinen Kollegen nämlich auch noch. Was? Wir knapp von der Ausdauer. Na, wir chillen mal. Leider hat es nicht gereicht von Ausdauer. Schade, schade. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir ordentlich was zu essen. Oh. Du kannst ruhig essen, Herrera, ist fein. Ey! Geht an dich. Oh, man kann mittlerweile die Körper aufbeißen als Croc. Das ist neu im Spiel, oder? Das ging, glaube ich, vorher gar nicht. Falls ihr das machen wollt, müsst ihr einfach nur E spammen. Ich glaube, dreimal E am Stück oder so ist es. Oder zweimal E. Drückst einfach die ganze Zeit und dann kann man halt den Kadaver öffnen, um an die Organe ranzukommen. Sehr praktisch. Ich werde jetzt mal so langsam anfangen, die Salzwassermutation zu lernen. Ich probiere jetzt auch gerade mal eine andere Stelle aus, weil normalerweise bin ich ja immer da bei der Staumauer, da schwimme ich dann unten durch. Aber das ist teilweise halt echt gefährlich, weil da viele Crocs sind. Deswegen habe ich mich jetzt hier für ein Stück entschieden, etwas neben der Mauer. Ich könnte mir vorstellen, dass das wesentlich sicherer ist. Falls ihr euch übrigens fragen solltet, wie man die Salzwassermutation freischaltet, das macht ihr, indem ihr Salzwasser trinkt. Und zwar bis euer Trinken unten rechts leer ist. Und dann wieder zurück zum Süßwasser und dort trinken wir uns dann wieder voll. Das Ganze müssen wir dreimal machen. Das heißt, dreimal den Tropfen unten rechts leer trinken und wieder mit Süßwasser voll trinken. Und dann können wir die Salzwassermutation freischalten und lernen. Ich muss auch echt sagen, dass die Stelle hier wesentlich angenehmer ist. Ist auch echt kein weites Stück. Also hier ist das Süßwasser, da ist das Salzwasser. Und dieses Süßwasser vor mir hat auch keine direkte Anbindung. Also da muss man ein kleines Stück auch aus dem Wasser raus und an Land gehen. Dadurch ist es halt sehr, sehr sicher. Also ich glaube, hier bin ich echt ungestört. Man kann übrigens auch erkennen, ob man die Salzwassermutation schon lernen kann, indem man Tab drückt. Und falls hier noch Fluid Deficient steht, dann könnt ihr es noch nicht lernen. Sobald ich nämlich genug Salzwasser getrunken habe, geht dieser Text halt weg. Und dann weiß man, man kann es jetzt auswählen und lernen. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich jetzt nochmal die letzte Fuhre getrunken habe. Dann sollte der Text dann nämlich nicht mehr stehen. Aber ich glaube, das könnte jetzt schon reichen. Ich gucke mal nach. Ja, der Text ist weg. Das heißt, wir haben genug Salzwasser getrunken. Allerdings kann ich aktuell noch nicht meine Mutation lernen. Denn ich bin erst bei 90%. Was heißt erst? Also es ist schon sehr, sehr weit. Aber wir müssen jetzt warten, bis ich zu 100% ausgewachsen bin. Dann können wir endlich die Salzwassermutation lernen und dann ins Meer gehen. Ah krass, ey, wir sind schon 6,6 Tonnen schwer. Und eine Bite Force von 440. Aber wir sind schon ein echtes Monstrum. Ich glaube, so viel kann uns gerade nicht mehr passieren, außer halt andere große Dinos. Jetzt geht's endlich ins Meer. Oh, das ist schön. Ich liebe es immer, im Meer zu schwimmen. Auch wenn es da irgendwie voll schwer ist zu jagen, weil halt das Wasser so durchsichtig ist. Ich habe aber noch nicht die Salzwassermutation gelernt, denn ich bin bei
99,46%. Also ein bisschen müssen wir noch warten, bis es auf 100 springt. Dann sollte ich die aber ohne Probleme lernen können. Das Gute ist, ich bin noch relativ vollgefuttert. Also ist an sich alles entspannt. Oh, da blinkt das Mutationszeichen. Das heißt, wir haben es geschafft. 100% mit dem Deinosuchus. Ist lang her, dass ich das geschafft habe. Und wir müssen jetzt diese hier lernen. Reniculate Kidneys. Can drink salt water. Jetzt können wir nämlich auch im Meer überleben. Jetzt beginnt der Spaß erst. Allerdings möchte ich gerne noch einen Abstecher machen, weil hier ist irgendwo auch ein See oder so ein kleiner Tümpel. Und da werde ich jetzt einmal hingehen. Oh, der ist halt echt winzig. Was war das denn jetzt? Was war das für ein Knallen? Ich habe mich zu Tode erschreckt. Oh mein Gott. Der Tümpel ist auf jeden Fall winzig. Aber ich möchte mal hier mein Glück versuchen. Oh, der ist sogar relativ durchsichtig. Das ist halt echt einfach nur so ein kleiner Tümpel. Mehr ist es nicht. Ich werde hier mal bleiben. Mal schauen, ob ich hier was erlegen kann. Oh, hier spawnen sogar Fische drin. Okay, dann ist der ja richtig entspannt. Ja, cool. Dann werde ich hier auf jeden Fall nicht sterben. Ist ja schon mal gut zu wissen. Leider war in dem Tümpel gar nichts los. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück in den Ozean. In die Richtung habe ich auch ganz viele Schreie gehört. Also da können wir gleich mal hinschwimmen. Was ist denn das da vorne? Das ist ein Zetako, oder? Oh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen sehe. Und er flüchtet direkt vor mir. Aber das hier sind auch die Bauten von dem. Das ist ja interessant. Versuch den jetzt gleich mal auszubuddeln. Oh, wie süß das Croc gräbt. Oh, da ist er geflüchtet. Yay, wir haben ihn erlegt. Ja, das ist die neue AI. Die ist durchs letzte Update reingekommen. Oh, das hier vorne ist, glaube ich, ein Mixpack. Na, die haben mich gespottet. Na komm, weiter. Alles, traut euch. Na, die trauen sich nicht. Aber macht doch nicht viel Sinn, die machen mir halt kaum Schaden. Und ich mache denen super viel Schaden. Hab leider keine Ausdauer mehr. Oh, was haben wir denn hier? Da ist ja was Leckeres zu essen für mich. Eine Tenoleiche. Die lasse ich mir schmecken. Ist bestimmt von den Kanus. Oh, da war einfach nichts dran. Oh, guck mal, da vorne ist Essen. Würde ich mir ja gerne absnacken, muss ich sagen. Oh, das ist ein Kanu. Ich glaube, das sind die von vorhin. Kann ich mir deren Essen gönnen.
Okay, den Tenor habe ich. Boah, es sind voll viele. Ich muss ruhig bleiben. Und das Wasser ist hier ein bisschen zu flach. Ich hätte gedacht, das Wasser wäre hier nicht so flach. Das ist echt doof. Schade, schade. Ich kann halt hier gar nicht schwimmen. Blödes Wasser hier. Ich schieb mich mal kurz hier rein. Ich glaube, hier ist ein bisschen tiefer. Tja. Fast. Komm her. Hier ist ja hier das Wasser besser. Ist auch relativ flach, ne? Aber ein bisschen besser als auf der anderen Seite. Vielleicht kann ich dann ja hier noch was abstauben. Ich glaube, die kämpfen da immer noch. Haut bloß ab. Oh, die wollen es wegtragen. Dann gehe ich halt den Kanu essen, ist auch okay. Hauptsache, ich kriege hier was. Das war's. Ich gehe wieder. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Beim nächsten Mal geht es dann einfach weiter mit dem Dino, würde ich sagen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Schlaf, mein süßes Salzwasser-Croc. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit dir.